Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem zweiten Live-Talk, organisiert von Meeting Point und Streamquartier. Wir befinden uns heute hier auf der Terrasse von der Turbine. Im Hintergrund sehen Sie natürlich die St. Annenbrücke und wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, wir sind jetzt 18 Tage vor der Wahl. Es wird also so langsam immer heißer und wir haben uns gedacht, ganz zufällig ausgesucht. Jeder konnte sich das selber überlegen, zu welchem Termin er kommen wollte. Das heißt also, wir haben das nicht zusammengestellt, sondern die Kandidaten und Kandidatinnen konnten sich das selbst aussuchen, an welchem Tag sie zusammenkommen wollen. Und heute haben wir zwei nette Gäste. Zu meiner Rechten haben wir den Tobias Bank, Die Linke. Herzlich willkommen. Und zu meiner Linken Axel Brösicke, AfD. Ja, wir haben heute eine ganze Menge Fragen vor. Auch Sie können gerne wieder Zuschauerfragen stellen. Unser Redakteur ist online. Sie können gerne was schreiben, wenn Ihnen was unter den Nägeln brennt oder wenn Sie etwas wissen wollen von den Kandidaten. Wir versuchen es dann in dieser Sendung einzuflechten. Und wir wollen jetzt gleich loslegen. Natürlich haben wir letztes Mal schon gesagt, wir machen es so, ein bisschen was Privates im Vorfeld, damit man die Kandidaten kennenlernen kann. Und wir würden in dem Moment jetzt anfangen mit Herrn Brösicke, der uns ein bisschen was über sich selbst und ja, allgemein erzählt. Ja, mein Name ist Axel Brösicke, bin Direktkandidat der AfD im Wahlkreis 60, bin 45 Jahre alt, von Beruf Industriemechaniker, habe zwei leibliche Kinder, zwei Bonuskinder, sage ich immer. In meiner Freizeit trainiere ich Kinder und Jugendliche als zweites Hobby. Habe ich das Motorradfahren und habe mich entschieden, für den Bundestag zu kandidieren, um die Stimme des Otto-Normalverbrauchers in den Bundestag zu bringen, weil wir seit vielen, vielen Jahren von Menschen regiert werden, die das normale Leben nicht vom Otto-Normalverbraucher, die normalen Sorgen nicht mehr kennen. Herr Bank. Mein Name ist Tobias Bank. Vielen Dank, dass Sie heute hier einschalten. Vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Ich bin 35 Jahre alt, der Direktkandidat der Linken hier im Wahlkreis 60. Ich bin von Beruf Politik- und Verwaltungswissenschaftler und Historiker und in meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr viel mit Kultur und auch mit Geschichte. Ich kuratiere seit vielen Jahren Ausstellungen, bin ein leidenschaftlicher Sammler von alten Medaillen und alten Plakaten unter anderem. Ich lebe in einer festen Bindung und habe ein Patenkind und fühle mich darüber hinaus für 4 weitere Kinder verantwortlich. Und ich kandidiere für den Bundestag, weil ich glaube, dass wir im Bundestag mehr Menschen brauchen, die für Gerechtigkeit sich einsetzen. Ich finde, dass es nicht sein kann, dass Frauen für die gleiche Tätigkeit, die Männer machen, immer noch bis zu 21% weniger Lohn verdienen. Ich finde es ein Unding, dass 31 oder 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die Löhne in Ost und West immer noch unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass wir viel mehr Friedensstifter im Bundestag brauchen, die den Zusammenhang zwischen Fluchtursachen und Krieg, den Zusammenhang zwischen Waffenproduktion und Umweltverschmutzung mehr in den Mittelpunkt stellen. Und genau deswegen kandidiere ich für den Deutschen Bundestag. Herr Bank, jetzt wollten wir ein bisschen was Privates von Ihnen wissen. Sie haben gleich das volle Statement abgegeben, aber ich frage Sie dennoch, bevor wir gleich richtig einsteigen, alles Lieblingsessen, so was Sie selber kochen? Ich esse am liebsten Bauernfrühstück. Bauernfrühstück? Mit bei Ihnen, Herr gefüllte Paprikaschoten. Gefüllte Paprikaschoten, sehr lecker. Was ist Ihnen im Leben sehr wichtig, also privat? Arbeit. Ich muss gestehen, ich arbeite sehr, sehr gerne. Ich arbeite sehr, sehr viel ehrenamtlich. Ich bin im Kreistag und in der Gemeindevertretung aktiv und das mache ich sehr, sehr gerne. Das macht mir sehr viel Spaß. Und auch meine geschichtliche und kulturelle Arbeit, die mache ich sehr, sehr gerne. Ich bezeichne das nicht als Arbeit, sondern als Beitrag zum Allgemeinwesen. Herr Brösicke? Ja, zuallererst natürlich meine Familie, ganz klar. Meine Kinder, aber natürlich auch die Kinder bei uns im Sportverein, denen wir noch versuchen, Werte zu vermitteln, dass es heutzutage nicht darauf ankommt, wer die teuerste Hose oder das neueste Handy hat. Wir sind eine Initiative im Bundesprojekt gegen Mobbing, Gewalt und Rassismus unter Kindern und Jugendlichen, kümmern uns um Mobbingopfer. Wie wird man nicht zum Mobbingopfer? Und dafür die Kinder da zu sein, ihnen im Alltag zu helfen, auch Ansprechpartner zu sein und sie stark fürs Leben zu machen, das ist mir im Leben wichtig. Okay, das reicht, haben wir so ein bisschen was von Ihnen erfahren. Und die erste Frage, die von den Lesern kommt, die ich jetzt hier habe, geht an Sie, Herr Bank. Und zwar wird gefragt, Herr Bank, wenn Ihre Partei den Mindestlohn auf 13 Euro anheben will, frage ich mich, wie das in der Praxis aussehen soll. Wird dann nicht automatisch alles wieder teurer? Die Unternehmen haben auf ihrer Seite die Kosten und werden das schließlich alles an den Endverbraucher zurückgeben. Wie sehen Sie das? Also wir haben ja inzwischen in Deutschland einen Mindestlohn. 4 Millionen Menschen profitieren davon. Das ist im Durchschnitt 18% mehr Lohn. Und dieser 18% mehr Lohn, die machen sich dadurch für die gesamte Wirtschaft bemerkbar, weil es Berufsgruppen betrifft, die ohnehin schon weniger verdienen. Und diese Berufsgruppen investieren in der Regel ihr Mehrgehalt in die Wirtschaft vor Ort, in die lokalen Wirtschaftskreisläufe, und damit hat die gesamte Gesellschaft etwas davon, weil das der Wirtschaft auch wieder zugutekommt. Insofern, jeder Unternehmer, der sich darüber beklagt, der hat am Ende auch was davon, weil die Menschen mehr bei ihm ums Eck oder in der Region einkaufen. Ich glaube, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, meinte er ja, was passiert bei 13 Euro? Wird also alles, was so mehr an Kosten, jetzt sind ja mehr Kosten, die 13 Euro, werden die dann die Produkte wieder teurer machen? Wird es da teurer, hier teurer? Das war, glaube ich, darauf zielte die Frage jetzt ab. Ja, also... Wie Sie das sehen. Ist das so oder wird es am Ende eine bessere Rechnung für den Endverbraucher oder eher eine schlechtere Rechnung? Genau, also wenn wir gerechte Löhne haben wollen, dann wird sicherlich die ganze Gesellschaft da irgendwie auch ein bisschen mit dran tragen müssen. Und das wird so sein, dass auch Produkte steigen. Wir wollen das aber sozusagen umkehren, indem wir sagen, dass wenn das Geld vor Ort auch ausgegeben wird, dann hat die Wirtschaft vor Ort auch wieder was davon, kann also auch mehr Investitionen investieren, die Nachfrage entsteht und somit kann es sein, dass an der einen oder anderen Stelle etwas möglicherweise mehr kostet, aber durch die höhere Investition der Binnennachfrage rentiert sich das für die Gesellschaft wieder und somit für jeden Einzelnen. Okay. Wir kommen zur ersten Frage, beziehungsweise zum ersten Thema, nicht Frage, sondern zum ersten Thema. Wie soll es in Deutschland weitergehen? Neben Corona ist ein großes Thema für die Zukunft erstens Steuern, Abgaben, Mieten, Mindestlohn hatten wir eben gerade angesprochen. Dazu hätte jeder jetzt 2 Minuten Zeit, um dazu mal was zu sagen. Also aus Ihrer Sicht, wie soll es weitergehen? Steuererhöhung, ja oder nein? Wen trifft es am Ende? Wir haben das also bei Ihnen, habe ich es im Programm gelesen, sollen also die mehr verdienen, auch mehr abgeben und so weiter. Dazu kommen wir dann im Einzelnen auch nochmal, aber vielleicht erstmal als Statement. Ich würde sagen, Herr Brösicke fängt jetzt an. Ja, zuallererst wäre es aus meiner Sicht wichtig, dass wir die Corona-Maßnahmen so weit wie möglich beenden. Wir haben heute gerade in unserer Stadt einen Fall, wo eine Schule ja, zumindest für 3 Tage für ungeimpfte Kinder nicht mehr zugänglich ist, die ihrer Schulpflicht dort nicht mehr nachkommen können, die in den Distanzunterricht gehen müssen. Thema Steuern. Ich denke, wir haben in Deutschland kein Einnahmenproblem. Wir haben eines der höchsten Steueraufkommen in der ganzen Welt. Wir haben ein Ausgabenproblem. Wir geben unser Geld einfach für die falschen Dinge aus. Nicht für unsere Probleme hier in Deutschland, sondern wir versuchen auf vielen Ebenen andere Länder zu unterstützen. Wir unterstützen Indien zum Beispiel mit mehreren Millionen im Jahr, eine Atommacht, die es sich leisten kann, Atomwaffen zu unterhalten, zu entwickeln. Aber braucht deutsches Geld, um seine Müllprobleme in den Griff zu bekommen. Wir sind Hauptnettozahler in Europa, wo uns immer erzählt wird, wir profitieren hauptsächlich von Europa. Zu weit gehört aber eben auch dazu, dass wir einen großen Teil unserer Exporte über Target 2 quasi selbst bezahlen. Wir haben also gar keinen Grund, die Steuern zu erhöhen. Wir sollten uns wieder auf unsere eigenen Probleme konzentrieren, Renten, Bildung, Infrastruktur, wo wir die Steuereinnahmen, die wir haben, dann auch für unser Land verwenden. Ich war vor einigen Jahren mal im dänischen Wallerup. Dänemark, auch ein Land mit sehr, sehr hohen Abgaben. Dort bekommen die Bürger aber wieder was zurück. Dort werden Sportvereine unterstützt, indem sie Sportstätten kostenlos nutzen können. Dort sind Kindergärten kostenlos. Wir waren an der Schule für schwerbehinderte Kinder. Die waren besser ausgestattet wie so manches Krankenhaus in Deutschland. Das sind die Probleme, die wir anpacken sollten in Deutschland. Konzentrieren uns auf unsere eigenen Probleme hauptsächlich erstmal, denn nur ein starkes Land kann auch weiterhin in der Welt helfen. Okay. Herr Bank. Das Steuermodell der Linken würde jeden Otto-Normalverbraucher entlasten und würde nur die Millionäre und Milliardäre in diesem Land stärker belasten. Wir wollen eine Vermögensteuer einführen. Die Vermögensteuer bei uns sieht so aus, dass die erste Million frei ist und ab der zweiten Million würde es 1%ige Besteuerung geben. Das wären also 10.000 Euro für jemanden, der 2 Millionen hat. Ich denke, das ist sozusagen verkraftbar. Und ja, und dieses Geld wollen wir natürlich investieren, zum Beispiel in den Ausbau von ÖPNV, Bus und Bahn, um eben auch unseren Beitrag zur Verkehrswende leisten zu können. Wir wollen einen höheren Spitzensteuersatz. Es ist im Augenblick so, dass der Spitzensteuersatz unter dem Niveau ist, den wir unter einer Kohl-Regierung hatten. Die Linke will den Spitzensteuersatz wieder auf dieses Niveau anheben und damit zusätzliche Einnahmen akquirieren, unter anderem, um eben mehr Geld auch in Gesundheitsversorgung zu stecken. Und da bin ich bei einem Punkt, den Sie angesprochen oder nachdem Sie gefragt haben, der Corona-Pandemie. Also wir müssen viele Menschen davon überzeugen, dass Impfen wichtig ist. Wir müssen viel mehr Geld ins Gesundheitssystem, auch in der Fläche investieren, also dafür sorgen, dass Arztpraxen schneller Nachwuchs finden, dass sie überhaupt geöffnet sind, dass die Plätze nicht weiter zurückgebaut werden bei der Kassenärztlichen Vereinigung bzw. unbesetzt bleiben und damit auf dem im ländlichen Raum ein Ärztemangel entsteht. Und dafür brauchen wir einfach Geld und dafür müssen wir die Leute, die das Geld haben und die sehr viel davon haben, die müssen wir an den Kosten der Krise beteiligen. Gut, ich frage mal gleich nach, und zwar in dem Wahlprogramm von Ihnen steht drin, 6.500 Euro brutto ist die Obergrenze. Ab da würde es dann beginnen, dass die Herrschaften und Damen und Herren mehr bezahlen müssten. Ist das richtig? Genau. Jeder, der über 6.500 Euro verdient, müsste mehr bezahlen laut unserem Steuerkonzept. Und da sind wir die einzige Partei, die mehr Geld dem Staat zur Verfügung stellen würde als alle anderen. Also das, was CDU, FDP und auch die AfD versprechen, das, also was sie an Investitionen machen wollen, sie sagen nicht, wie sie das gegenfinanzieren wollen. Wir reden da nicht um den heißen Brei herum. Wir sagen, wir nehmen es von den Reichen. Okay, aber 6.500 Euro, ich mache das mal praktisch. Wir haben einen Handwerksmeister, Heizung, Sanitäranlage, der 50 Leute hat, der verdient vielleicht, ich sage jetzt mal brutto 8.000 Euro, weil er 50 Leute in Lohn und Brot hat. Dem würde es ja schon an seinen Geldbeutel gehen, das ist ja richtig. Also weil Sie sagen 6.500. Schulden, Investitionen oder so, die würden da auch noch alle angerechnet werden. Der hat jetzt rein vor Steuer, hat er jetzt 8.000 zur Verfügung, davon muss er noch Steuern zahlen. Aber dem würden Sie ja schon an den Geldbeutel gehen, oder nicht? Der würde prozentual, das staffelt sich ja weiter nach oben, aber der würde auf jeden Fall mehr bezahlen. Haben Sie da nicht Angst, dass der Handwerksmeister und der Sohn, der vielleicht damit einsteigen soll, sagt, also Entschuldigung, ich ackere den ganzen Tag von morgens bis abends und bei 8.000 Euro, ich sag's jetzt mal, klar, es ist eine Menge Geld für den Einzelnen, aber dass der dann sagt, nee, da mache ich das nicht mehr und wir am Ende keine Handwerker. Also das glaube ich nicht, weil es sich von 8.000 Euro ja sehr gut leben kann. Wenn wir dagegen Menschen sehen, ich habe neulich auf dem Markt in Brandenburg jemanden kennengelernt, der hat mit seiner Witwe Rente 870 Euro, die Hälfte davon gibt er für Miete aus, hat kein Auto und würde diese Wohnung, die er da hat, die würde er heute gar nicht mehr angeboten bekommen, weil er nämlich nur ein Drittel seines Einkommens, also seiner Rente und der Witwenrente bei 55 Beitragsjahren, die der Mann voll hatte, die Wohnung würde er heute gar nicht mehr angeboten bekommen und die Wohnung ist unter 60 Quadratmeter inklusive Balkon. Und wenn wir von diesem Blickwinkel aussehen, also Leute, die sehr, sehr wenig haben, dann ist es, glaube ich, gerecht, dass Leute, die 8.000 Euro verdienen, dass die ein bisschen mehr zahlen. Also Sie würden ja dann nachher auch mehr bezahlen, wenn Sie im Bundestag sitzen. Wenn ich im Bundestag sitze, dann würde ich auch mehr bezahlen. Ja. Das finde ich auch nur authentisch. Und wir wollen auch, dass Bundestagsabgeordnete ja in die gleichen Kassen einzahlen, wie die Rentenversicherten. Wir sehen, Herr Brösicke. Mal zu dieser Frage, wie wollen Sie denn das alles finanzieren? Also ich sage mal, Sie wollen ja keine Steuern erhöhen am Ende. Genau. Ja, aber wie soll es denn gehen? Am Ende muss doch von irgendwoher das kommen. Na, hab ich ja eben gerade schon erklärt, wo unser Geld steckt. Wir sind Hauptnettozahler in Europa, wo jedes Jahr mehrere Milliarden hingehen. Wir haben 100 Millionen über, um in Afghanistan gendergerechte Sprache umzusetzen. Wir unterstützen Länder wie China, wie Indien. Also wir versuchen mit unserem deutschen Steuergeld quasi die ganze Welt zu retten, vergessen aber unsere eigenen Probleme. Und ganz, ganz schlimm finde ich diesen Ansatz, ab 6.500 Euro mit den Steuern hochzugehen. Das ist der Mittelstand. Die Linke sagt klar, sie will den Mittelstand in diesem Land stärker belasten. 6.500 Euro, das ist kein Reicher. Und da wird sich doch jeder Handwerksmeister überlegen, der arbeitet dafür 60, 70, 80 Stunden. Das heißt nicht umsonst, selbst und ständig. Die Linke will beim Mittelstand, die am härtesten arbeiten, am wenigsten von ihrer Familie haben, denen wollen sie das Geld wegnehmen. Das finde ich den falschen Ansatz. Wir müssen schauen, welche Ausgaben können wir uns außerhalb von Deutschland noch leisten, inwiefern nützen die tatsächlich dann auch unseren Interessen. und haben dann natürlich auch erstmal die Probleme in unserem Land zu lösen mit vernünftigen Renten, mit vernünftigen Einkommen der Menschen. Haben wir auch eine größere Kaufkraft in Deutschland. Und zum Thema Mieten, das ist Aufgabe der kommunalen Wohnungsbauunternehmen. Das weiß auch Herr Bank als Kommunalpolitiker, für sozialen Wohnraum zu sorgen. 75% der Wohnungen, die kommunale Wohnungsbauunternehmen bauen, müssen sozial verträglich sein. Und dann liegt es doch an den Kommunen und natürlich auch am Bund, die entsprechenden Gelder bereitzustellen, dass man dort eben günstig zu Grundstücken kommt, die man dann auch bebauen kann. Okay. Dürfte ich ganz kurz darauf eingehen? Nee, wir müssen ein bisschen, das ist klar, aber wir haben ja noch jede Menge, vor allen Dingen geht es jetzt mit Zuschauerfragen los. Eine Zuschauerin will wissen, und jetzt muss mit Ja oder Nein antworten, sind Sie eigentlich gegen Corona geimpft? Ja. Ja. Warum? Weil ich glaube, dass Impfen der beste Schutz ist, um der Pandemie Herr zu werden. Okay, warum? Weil eine ärztliche Behandlung sonst nicht durchgeführt worden wäre. Okay, alles, also jetzt privat, oder wie? Privat, alles klar. Also das ist der Grund. Alles klar. Hier haben wir noch eine Frage jetzt an Sie, Herr Brösicke. Sie kritisieren die EU, drängt ja auch daran, dass wir nach einem Austritt höchstwahrscheinlich Zölle bei Exporten zahlen müssten. Würden wir dann nicht ein größeres Problem haben? Kurze Antwort, wenn es geht. Bezweifle ich. Großbritannien zeigt gerade, dass es eben nicht so ist. Allen Unkenrufen zum Trotz, wo man gesagt hat, Großbritannien geht unter, die Wirtschaft bricht zusammen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Wirtschaft in Großbritannien ja, belebt sich wieder. Und was wir immer vergessen, Target 2 ist ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, das sind mehrere hundert Milliarden, womit wir einen Großteil unserer Exporte quasi selbst bezahlen, die nicht aus dem EU-Ausland finanziert werden, sondern von uns selbst, weil die Target 2-Seiten, weiß jeder, die steigen von Jahr zu Jahr und die werden niemals ausgeglichen. Also ist einfach die Frage, sind wir wirklich ein Hauptprofiteur von Europa oder sind wir hauptsächlich Zahlmeister? Okay. So, wir kommen mal zum Thema Corona nochmal. Wir hatten ja heute gerade gehört, ich weiß nicht, ob Sie es hier gelesen haben, Herr Bank, wir hatten heute einen Fall in der Schule in Nord, ja, der Oberschule Nord. Ich glaube 28 Kinder waren es, die sich jetzt angesteckt haben. Die ganze Schule wurde dicht gemacht. Wie sehen Sie das? Ist das der richtige Weg? Also wenn wir Menschenleben dadurch retten, dann finde ich, sollte in letzter Instanz es auch möglich sein, eben eine Schule dicht zu machen, weil letztendlich geht es darum, dass Kinder ja auch Überträger sind, egal jetzt wie viel Prozent, da will ich mich gar nicht auf eine Zahl drauf einlassen, weil da sagt der eine so, der andere sagt so. Aber wenn die Gefahr besteht, dass dadurch Menschen getötet werden oder sterben, dann sollte in solchen Fällen auch eine Schule oder eine Klasse dicht gemacht werden. Ja. Was meinen Sie, Herr Brösicke? Halte ich für absolut schreckliche Panikmache. Gerade in dem Alter der jetzt betroffenen Schulen sind die Gefahren eines schweren Verlaufes von Corona sehr, sehr gering. Ich lehne, auch wenn ich selber geimpft bin, mich das nicht betreffen würde, jegliche Einschränkung im gesellschaftlichen Leben für Geimpfte ab. Und die Frage, die ja mal kommt, nach der angeblichen Solidarität, wenn ein Ungeimpfter eine Gefahr ist für einen Geimpften, ja, wofür hatten sich der Geimpfte denn eigentlich impfen lassen? Das ist einfach Quatsch. Hier wurde einfach, das ist eine Entscheidung, ich habe das auch schon beim Oberbürgermeister heute kritisiert, ich halte die Entscheidung für überzogen, für fatal und für ein ganz, ganz falsches Signal, weil es die Eltern einfach in ihrer Freiheit Entscheidung, sich und ihre Kinder impfen zu lassen, unter Druck setzt. Ja, so wie man das im Moment in Deutschland macht. Aber das ist jetzt eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Und wenn jetzt die nicht, ich sag mal, zu Hause bleiben, in Quarantäne gehen, die Kinder, und immer weitergehen, dann würde es ja explodieren wieder, die ganze Sache. Also nicht nur in der Schule, sondern vielleicht woanders auch. Genau, sie würden mit ihren Großeltern Kontakt haben, ja, sie würden mit Menschen Kontakt haben, die sich möglicherweise nicht impfen lassen kommen. Und damit steigt die Gefahr, dass Menschen daran sterben. Und das leugnen sie. Ja. Also, ganz klar, ja, das halte ich für Schwachsinn. Ja. Für Schwachsinn, und er sagt, Gesundheit geht vor. Na, wir bleiben mal gleich bei dem Thema, wenn wir darüber sprechen. Werden Sie dann, also vielleicht erst Sie antworten, wären Sie für eine Impfpflicht? Also eine Impfpflicht ist in Deutschland gar nicht durchsetzbar, insofern brauchen wir da gar nicht drüber zu reden. Sind Sie wirklich der Meinung, dass das so ist? Kann es nicht am Ende mit einer neuen Regierung so sein, dass die dann plötzlich sagen, nein, also jetzt ist es genug, wir haben es nicht geschafft? Nach jetziger Rechtslage ist es nicht durchsetzbar. Ich bin aber für die Durchsetzung der 3G-Regeln. Okay. Ich vermute mal, Impfpflicht nein oder ja? Impfpflicht, ganz klares Nein, ja. Selbstverständlich. Ich bin auch für die 3G-Regeln. Wer sich nicht impfen lassen möchte, lässt sich dann halt testen, bevor eine Lokalität betrifft oder am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Aber, und das ist auch ganz wichtig, das ist auch bei uns der ganz große Unterschied zu den anderen Parteien, Selbstverständlich muss dieser Test weiterhin bezahlt werden, weil wird er nicht bezahlt, haben wir wieder einen ganz klaren Diskurs, haben wir wieder die Problematik, dass die Menschen, die Geringverdiener sind oder wenig Geld haben, eben mit der Familie nicht ins Schwimmbad gehen können, weil sie sich die Tests vorher nicht leisten können. Und die, die sich das eben leisten können, für die ist das kein Problem. Also 3G, ja, aber die Tests weiterhin bezahlt. Ja, Sie hatten beide vorhin schon mal gefragt, wie viele Zuschauer sind so bei. Ich habe gerade, bekomme gerade rein, also wir liegen derzeit bei fast 100 Zuschauern am Anfang, aktuell damit mehr als beim ersten Duell. Also scheint es doch interessant zu sein. Man kann sich das ja hinterher auch nochmal anschauen, nur vielleicht für die Zuschauer, dass sie es nochmal wissen. So, Impfpflicht hatten wir jetzt eben gerade geklärt. Sind Sie klar, also Sie sind für keine Impfpflicht, Sie auch nicht. 2G. Oder 3G? Sie hat gesagt 3G, ja? Ist das richtig? Genau. 3G und bei Ihnen 3G. Auch 3G. Alles klar. Wir kommen mal zu einer nächsten Zuschauerfrage, einer weiteren. Ich weiß, es geht um eine Bundestagswahl. Dennoch wäre es schön, wenn die Vertreter unserer Region im Bundestag auch die richtigen Themen vorantreiben. Denn zum Beispiel die Fahrradinfrastruktur hier in der Stadt Brandenburg an der Havel ist doch gelinde gesagt eine Katastrophe. So, jetzt habe ich mich bei dieser Frage, die kam also schon vorher rein, habe ich mich noch mal kundig gemacht bei der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft. Die sagten mir, dass wir um Brandenburg herum einen sehr gut ausgebauten Fahrradweg haben, nur in der Stadt selber ist es sehr schlecht. Durch den Kopfsteinpflaster, durch die Straßenbahnschienen, die wir haben, ist das immer wieder ein Riesenproblem. Was könnten Sie denn, wenn Sie Bundestagsabgeordneter nachher sind, was würden und könnten Sie denn machen dafür? Also es ist ja vor allen Dingen eine kommunale Frage. Brandenburg ist ja eine kreisfreie Stadt. Aber was mir ganz wichtig ist, und das ist nicht nur in Brandenburg ein Problem, sondern auch in, der Region ringsherum und in den anderen Städten im Landkreis, im Wahlkreis, dass es eigentlich eine Zusammenlegung der Fördermittel von Land und Bund geben muss, um den Radwegeausbau endlich voranzutreiben. Und gerade wenn wie in Brandenburg durch das Kopfsteinpflaster und durch die Straßenbahnschienen auch noch eine Gefahr für die Radfahrerinnen ausgeht. Ja? Ich selbst habe einen schweren Verkehrsunfall mit dem Fahrrad hinter mir, weil ich in der Straßenbahnschiene gekommen bin, also ich weiß, was es bedeutet, wenn kein vernünftiger Radweg da ist. Und ja, und eine Möglichkeit wäre, auf kommunaler Ebene Druck erzeugen, also dass die Stadtverordneten hier mehr in den Radwegeausbau investieren und natürlich Fördermittel auf Landes- und Bundesebene zusammenführen und dann den Kommunen zusammenstellt, unter anderem Brandenburg an der Havel. Herr Brösicke. Ja, ich muss zugeben, das ist ein Thema, was ich früher eher belächelt habe, bis da mein Auto mal kaputt war und ich selber mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren musste. Mir dann in der Stadt aufgefallen ist, an manchen Stellen, ja, hier möchte ich kein Fahrradfahrer sein in dieser Stadt. Wichtig für mich wäre selbstverständlich, da gebe ich meinen Kontrahenten absolut recht, die Zusammenlegung von Fördergeldern, die Bereitstellung von Fördergeldern zum gleichberechtigten Ausbau des Radverkehrs zum motorisierten Individualverkehr. Wir dürfen, was man jetzt gerade in Berlin sieht, nicht dazu kommen, dass man versucht, den Autoverkehr zurückzudrängen, sondern wir müssen Wege finden, dass beide Verkehrsteilnehmer sicher durch unsere Straßen kommen, selbstverständlich. Wir haben in der Stadt auch eine Beschlussvorlage, die gerade zum Thema Straßenbahnschienen sich neuralgische Stellen in der Stadt anschaut, dort nach einem Gefahrenpotenzial sucht oder nach Lösungsmöglichkeiten sucht, wie man dort zu einer besseren Querung kommt. Okay. Darf ich Ihren Satz kurz ergänzen? Es ist ja erwiesen, aber wirklich nur kurz. Ganz kurz, es ist ja erwiesen, dass die Radfahrer an bestimmten Stellen in Brandenburg an der Havel sehr viel schlechtere Bedingungen haben als Autofahrer. Und es wird viel mehr in Straßen investiert als in Radwegeausbau. Insofern, das, was Herr Brösicke gesagt hat, stimmt einfach nicht. Wir müssen erstmal auf das Niveau kommen, um die Radfahrer annähernd an das Niveau bei den finanziellen Ausgaben zu bringen, was jetzt schon für Autoverkehr und Straßen ausgegeben wird. Okay, wir kommen gleich zum nächsten Thema, Umwelt. Ja, alle Parteien wollen sich jetzt darum kümmern, Klima, Umwelt, alles zusammen. Alle haben eigentlich das Gleiche vor, das wird jetzt alles besser, wir werden jetzt also schneller vorankommen. Wenn Sie, und jetzt wirklich kurze Antworten, weil wir sind schon mit der Zeit, wir müssen uns daran halten, das ist eben nicht viel bei so einem Talk, zwei Personen. Wenn Sie in der Regierung wären, was würden Sie als erstes in Sachen Klima tun oder regulieren? Ganz kurz, was wäre das Erste? Das Erste, was wir machen würden, mehr Geld für Bus und Bahn zur Verfügung stellen. Wir wollen ticketlosen ÖPNV organisieren, mehr Geld in Radwegeausbau investieren und natürlich den Ausstieg aus der Kohleverstromung weiter vorantreiben, dass er schneller kommt. Herr Brösicke. ja, auch den Ausbau des ÖPNV. Für mich aber ganz klar Senkung der oder Abschaffung dieser unsäglichen CO2-Steuer und den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen verlangsamen, aber gleichzeitig mehr Geld in die Forschung investieren, weil wir sind technologisch einfach noch nicht so weit, dass wir auf Atomkraft, dass wir auf fossile Brennstoffe verzichten können. Die erneuerbaren Energien sind noch nicht so weit, dass wir 24/7 zu einer gleichmäßigen Energieversorgung kommen können. Wir haben keine Speichermöglichkeiten. Okay, wir müssen ein bisschen kürzer. Ja, sonst wird es zu groß und zu weit, weil hier schließt sich gleich die nächste Frage an. E-Auto ist ein Thema, ich denke mal für Sie beide, für die Zukunft. Nein, für Sie nicht. Okay, ich frage mal gleich in die Runde. Eine Leserfrage. Die Herstellung von E-Autos fordert den Einsatz von vielen seltenen Rohstoffen. Wie können Sie die Direktkandidaten das mit ihrem Gewissen vereinbaren, wenn diese Rohstoffe in Afrika durch Kinderarbeit gefördert werden, wo doch in Deutschland nur ein sehr geringer Anteil an weltweiten CO2 ausgestoßen wird? Klasse Frage. Ja, Herr Bank, ja, das ist eine Zuschauerfrage. Also ich finde Wasserstoff interessanter. Besser. Da müssen wir viel mehr investieren. Im Augenblick ist es so, dass wir nur 1% dessen, was wir bräuchten in Deutschland, überhaupt bei uns produzieren. Das muss natürlich erheblich ausgebaut werden. Konkret zu der Frage, ja, wir brauchen eine Produktion von seltenen Erden und Mineralien, die wir für die Batterieherstellung brauchen, die sozusagen gerechte Löhne bezahlt, faire Arbeitsbedingungen gibt, damit eben nicht, wie die Leserin oder der Leser gerade gesagt hat, eben dort eine Ausbeutung stattfindet. Das muss auf jeden Fall gesichert werden. Aber wenn es dazu kommt, dass wir mehr E-Autos wollen, brauchen, wer auch immer, dann muss man ganz klar sagen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass es jetzt schon eine Batterietechnologie gibt, die bis zu 90% recycelbar ist. Wenn wir mit Benzin fahren, oder eben sozusagen Erdöl, also mit Erdöl, Kerosin, Diesel produzieren, dann ist der weg, wenn der einmal durch unseren Verbrennungsmotor gejagt ist. Wenn wir es aber schaffen, Batterien, und die gibt es schon, serienmäßig zu produzieren, die zu 90% recycelbar sind, dann ist das auf jeden Fall eine Alternative zum Verbrennungsmotor. Aber die Leserin hier, die das fragt, wenn es jetzt tatsächlich nicht möglich ist, das andere jetzt bis 2030 hinzukriegen, würden Sie dann trotzdem weiter sagen, ja, wir müssen produzieren, egal auf... Nein, habe ich ja gesagt, ja. Also produzieren nur unter menschenwürdigen Bedingungen, okay. Und mehr in Wasserstofftechnologie Herr Brösicke. Investieren. Ja, Wasserstoff ist, denke ich, auch die bessere Technologie. Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, deswegen würde ich mir kein Elektroauto kaufen. Ach, Sie würden kein Elektroauto sich anschaffen? Nein, aus einem ganz einfachen Grund. Wieder selbe Problematik mit der Technologie. Erstmal, das geht da nicht nur um vernünftige Löhne für die Menschen, die, oder teilweise Kinder, die da diese Rohstoffe abbauen müssen, sondern es sind irreparable Umweltschäden, die dabei entstehen bei der Herstellung einer Batterie. Und es gibt seriöse Studien, die ganz klar belegen, dass man mit einem Elektroauto 6 bis 8 Jahre lang fahren muss, um dieselbe Umwelt- oder Klimabilanz zu haben wie mit einem modernen Dieselauto. Und wenn man dann auch bedenkt, dass diese heutigen Batterien eine Haltbarkeit von 6 bis 8 Jahren haben, dann braucht man in diesem Auto eine neue Batterie. Unabhängig davon, jetzt, ob die recycelbar ist oder nicht, weil es auch wieder Energie verbraucht, ist die Technologie einfach noch nicht so weit. Und das nimmt schon fast religiöse Züge an, wie wir auf diese Elektroautos setzen wollen. Wir fahren heutzutage die saubersten Benziner und Diesel, die es gibt. Unsere alten Benziner und Diesel, die exportieren wir alle nach Afrika. Da ist ja offensichtlich das Weltklima deutlich besser als hier in Deutschland. Aber ich würde mir im Moment kein Elektroauto kaufen. Und was wir auch noch vergessen bei der Sache, wir zahlen die höchsten Strompreise Europas. Und was passiert, wenn jetzt jeden Abend 10, 20, 30 Millionen Elektrofahrzeuge aufgeladen werden? Mit erneuerbaren Energien. Es ist einfach nicht möglich. Das ist schon erwiesen, dass es nicht möglich ist, oder sind wir vielleicht dann in 2030 so weit, dass wir sagen, jetzt haben wir es geschafft, wir kriegen das mit dem Strom hin? Halte ich für ausgeschlossen. Also Brandenburg exportiert über 50% seiner Energie, also in Brandenburg ist der Energiebedarf, wäre der auf jeden Fall gedeckt. Und dann darf man nicht vergessen, also die Masse der Herz- und Kreislauferkrankungen geht auf die Auspuffgase von Autos zurück. Und das kann man doch nicht einfach leugnen, dass diese Belastung des Gesundheitssystems, diese Belastung der Menschheit, dass Menschen sterben aufgrund unseres motorisierten Individualverkehrs, das kann man doch nicht einfach leugnen. Also da bin ich echt erschrocken drüber. Und deswegen müssen wir dem was entgegensetzen. Darf ich darauf antworten? Nee, wir müssen jetzt leider wieder weitermachen, weil wir haben ja wieder eine Zuschauerfrage. Und zwar, wie wollen Sie zukünftig die Handwerksbetriebe unterstützen? Ja, wir stellen vermehrt fest, wer will und kann, geht studieren. Früher haben die anderen im Handwerk eine Ausbildung gemacht, heute will das kaum noch einer. Vorhin hatten wir schon das Thema mit dem Geld. Die Söhne und Töchter, die sagen heute, nee, Papa will nicht. So verstehe ich jetzt auch die Frage, weil ich muss ja das, ich muss das, ich werde nur noch drangsaliert vom Staat und so weiter. Höre ich öfters mal auch von anderen Handwerksbetrieben. Jetzt die Frage von der Zuschauerin, was sagen Sie dazu? Also die Linke setzt sich ja für ein gebührenfreies Studium ein und genauso auch für eine gebührenfreie Ausbildung. Und somit auch, wenn man zum Beispiel seinen Meisterbrief macht, dass der einfach bezahlbar sein muss. So, dann setzen wir uns für weniger Bürokratie ein, dass es sozusagen einfach attraktiv ist für Kleinunternehmerinnen, überhaupt ihr Gewerbe weiterzuführen, es an die Kinder weiterzugeben. Und wir sagen ganz deutlich, und das ist der Grund, da will ich auch noch mal darauf einsteigen, was vorhin gesagt worden ist, wir sagen ganz deutlich, natürlich muss es für die Handwerksbetriebe auch attraktiv sein, überhaupt Aufträge zu bekommen. Und die bekommen sie, wenn Menschen, die in ihrer Nachbarschaft wohnen, Geld haben, sich einen Handwerker überhaupt leisten zu können, anstatt irgendein neues Möbelstück, beispielsweise, um mal ein Beispiel zu nennen, billig bei Amazon oder eBay irgendwo zu kaufen. Wenn die Leute, die wenig Geld haben, mehr Geld haben und damit eine Binnennachfrage erzeugen, dann freut sich auch der Handwerker. Herr Brösicke. Ja, ganz witzig, dass Herr Bank das sagt. Dann will er dem Handwerker aber die Steuern erhöhen. Und wenn er es an seine Kinder weitergibt, dann nochmal mit der Erbschaftssteuer belasten. Freuen sich die Handwerksbetriebe bestimmt ganz doll drauf. Was wir brauchen in Deutschland ganz klar ist erstmal wieder eine gesellschaftliche Anerkennung für handwerkliche Berufe. Das sehe ich gerade, arbeite viel mit Kindern und Jugendlichen, dass viele sagen, ja Mensch, will ja jetzt kein Tischler werden, gehe dann lieber studieren oder will einen Job im Büro. Also für diese handwerkliche Tätigkeit brauchen wir wieder eine andere Wertschätzung in unserer Gesellschaft. Wir brauchen dort auch vernünftige Löhne, die diesen Beruf wieder attraktiv machen. Und ganz klar brauchen wir natürlich einen Abbau der Bürokratie und der Vorschriften, nach denen diese Handwerksbetriebe geleitet und geführt werden müssen. Okay, wir kommen jetzt schon fast zum Ende. Aber wir haben noch ein bisschen was, und zwar wollen wir mit Ihnen jetzt noch eine Schnellfragerunde machen, die dann nach Möglichkeit auch schnell beantwortet wird mit Ja oder Nein oder mit dem, was ich Sie jetzt gerade noch fragen werde. Also wir fangen mal an. Herr Bank darf anfangen. Flugreisen sowie Fernreisen einschränken? Natürlich, wir brauchen eine Flugbewegungsobergrenze, wenn wir die Klimawende in irgendeiner Weise hinbekommen wollen. Also ja, einschränken? Ja. Ganz klar, nein. Warum nicht? Na, Reisefreiheit, also für jeden, der im Osten geboren ist, ist Reisefreiheit, glaube ich, das höchste Gut. Okay. Ja, aber Moment mal, 95% der Kurzstreckenziele kann man inzwischen mit der Bahn genauso gut erreichen. Und deswegen ist es ist eine Frage der Bequemlichkeit und der Notwendigkeit. Aber wir reden möglicherweise davon, dass wir Fluchtbewegungen aus Umweltgründen haben. Ja, also die Folgekosten für alle sind extrem größer, wenn wir die Energiewende, die Klimawende nicht irgendwie angehen. Also die Klimakatastrophen sind von 165 in einem Jahr auf 300 gestiegen und die Kosten, die damit verursacht sind, die wollen wir nicht tragen. Und deswegen lieber auf die Bahn umsteigen, wenn es machbar ist, und dafür Flüge etwas einschränken. Würden Sie das gleichsetzen? Also einmal die Inlandflüge, ist klar, da hat man die Bahn, aber Fernreisen, würden Sie die dann mit reinpacken in das Paket? Oder würden Sie sagen, die Fernreisen würde ich mal jetzt außen vor lassen, weil da kommen wir nicht anders hin? In erster Linie die Inlandsflüge, ja. So, und bei den Fernreisen muss man sich es immer angucken, wie natürlich der ÖPNV ausgebaut ist. Also der Schienenpersonennahverkehr, der ist es ja meistens. Deswegen sagen wir ja, mehr in Schienenpersonennahverkehr investieren. So schnell kann aus einer Schnellfragerunde wieder etwas anderes werden. Herr Brösicke, gebe ich Ihnen auch noch die Möglichkeit. Danke. Gerade die Kurzstreckenflüge, die ja oftmals oder zu einem großen Anteil Geschäftsflüge sind, das ist so der einzige Vorteil, der die Corona-Zeit gebracht hat, ist eine Sache, die sich über kurz oder lang ja von alleine regelt. Viele Treffen finden mittlerweile digital statt, über Videotelefonie. Da sehe ich langfristig nicht das große Problem. Die Bahn ausbauen, klar, wenn sie dann pünktlich ist, gerne. Aber Langstreckenflüge dann auch mit einer Kerosinsteuer zu belegen oder irgendwie einzuschränken, halte ich für falsch. Ja, das ist ein Thema, aber jetzt wirklich nur ganz kurz. Wäre das ein Thema, die Inlandflüge auf, sagen wir mal, 600 € von Berlin nach München zu setzen, um dann ein abschreckendes Beispiel zu haben? Also fliegt mal lieber nicht? Naja, die Reichen können sich auch 600 € leisten, genau, für ein Ticket. Also wäre es wieder für die es sich nicht leisten können, insofern nicht in Ordnung. Attraktiver machen. Auch nein. Auch nein. Auch nein, okay. Ja, aber eine Kerosinsteuer, weil Herr Brösicke gesagt will ja nicht. Natürlich braucht es endlich eine Kerosinsteuer, weil es eine Übervorteilung des Flugverkehrs ist. Wir brauchen auch eine Mehrwertsteuer auf Flugtickets. Dann würde sich vielleicht schon einiges regulieren. Aber und gleichzeitig ja trotzdem wieder auch die, die es sich nicht leisten. Sage ich ja, und bei der gleichzeitig wieder mehr Ausbau in den ÖPNV, in den Schienenpersonennahverkehr und eben eine Obergrenze von Flugbewegungen. Okay, nächste Frage. Und jetzt wirklich kurz. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ja oder nein? Eher ja als nein. Eher ja als nein? Ganz klares Nein. Ein Nein? Okay. Das hinterfragen wir jetzt nicht, sonst wären wir nämlich nicht fertig. Wenn Sie es persönlich in der Hand hätten, wer wäre für Sie die bessere Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler? Herr Laschet, Frau Baerbock oder Herr Scholz? Also Herr Laschet auf keinen Fall. Ich möchte ihn auf keinen Fall als nächsten Bundeskanzler haben. Und bei den anderen würde ich sagen, kommt es darauf an, wie stark die Linke ist. Denn die wird letztendlich möglicherweise das Zünglein an der Waage sein. Oh, das hört. So, und was meinen Sie? Nur von den dreien? Nur die drei. Der Kanzler, der keine Koalition mit den Linken eingeht, das wäre dann wahrscheinlich Laschet. Wäre dann wahrscheinlich okay. Das also Sie sagen klar Laschet. Die andere Geschichte haben wir schon beantwortet, die in der Schnellfragerunde nicht mehr mit der Impfpflicht haben wir schon beantwortet dagegen. So, wie stehen Sie, und, aber jetzt wirklich, Herr Bank, nur kurz, ja, ich weiß, dass das jetzt ein Reizthema für Sie ist. Wie stehen Sie zur NATO? Sind Sie dafür oder dagegen? Also ich bin für den langfristigen Austritt aus der NATO und dafür soll es ein europäisches Sicherheitssystem unter Einbeziehung von Russland geben. Okay, ohne Drohnen, die bewaffnet sind? Ohne bewaffnete Drohnen, ja. Alles klar. Herr Brösicke? Ich bin weiter für das Verteidigungsbündnis, bin allerdings auch für eine stärkere Annäherung an Russland. Und wo wir uns in den letzten oder in den nächsten Jahren genau hinschauen müssen, sind Auslandseinsätze der Bundeswehr. Wir haben jetzt gerade in Afghanistan gelernt, dass 20 Jahre Arbeit in wenigen Tagen zerfallen sind. Und alles, was wir in Afghanistan erreicht haben, ist, dass wir die Taliban jetzt mit den modernsten Waffen ausgerüstet haben und keine Armee der Welt da mehr reingehen braucht. Okay. Frage, die nächste. Ich gehe mal davon aus, Sie beiden wären sowieso nicht bereit, irgendwann mal in eine Koalition zu gehen. Sie nicht? Mit der AfD zusammen? Ja, nein, auf keinen Fall. Und Sie sagen, mit Faschisten werden wir nicht zusammenarbeiten. Sie wären bereit, also mit der Linken eine Koalition einzugehen? Also gerade in sozialen Fragen wären wir wahrscheinlich nicht mal so weit auseinander. Sie haben heute bewiesen, dass es nicht so ist, dass es anders ist. Für mich steht einfach immer fest, jeder oder jede Partei, die demokratisch gewählt wird, hat auch das Recht, mitzuwirken. Wenn man gemeinsame Schnittmengen findet, halte ich diese Ausschließeritis nicht für richtig. Halte es auch nicht für richtig, wie die etablierten Parteien, ganz besonders die Linke, das gerne machen. Wir müssen das jetzt ein bisschen kürzer machen. Das ist mit denen reden wir nicht, weil uns deren Meinung nicht gefällt. Also schließen wir mal 10–20% der Wählerschaft vom politischen Diskurs aus. Halte ich in der Demokratie für falsch. Hat man in der DDR so gemacht, werde ich mich immer gegen wehren. Also es gibt ja viele Stimmen, Herr Brösicke, die sagen, Sie sind in der falschen Partei. Das wissen Sie aber selber, dass das also Ihnen viele schon gesagt haben. Ja, gut, okay. Nächste Frage. Wenn Sie eine Koalition eingehen würden, mit wem? Am ehesten mit SPD und Grünen. SPD, Grüne, Linke. Ja. Wenn Sie es könnten, was dann? Ja, ist schwierig. Also früher hätte ich mal gesagt, die CDU. Die ist aber unter Merkel so weit nach links gerückt, hat sämtliche konservativen... Versuchen Sie mal, das jetzt ein bisschen kurz zu machen. Eigentlich passt... Also die Einzigen, die noch so halb zu uns passen würden, wären wahrscheinlich die CDU, ja. Ich hatte jetzt schon gesagt, die Linke. Ne? Nein, aber in erster Linie kämpfen wir natürlich für ein starkes linkes Ergebnis. Ist ja klar, wohl klar. Ist ja logisch. Weil je stärker die Linke, desto sozialer und nachhaltiger das ist. Kurze Frage, jetzt aber wirklich nur kurz. Autobahn 130, ja oder nein? Auf jeden Fall ja. Ja? Auf gar keinen Fall. Ich bin ja Motorradfahrer und die meisten Strecken, wo man nicht schnell fahren kann, sind schon runtergeregelt. So viele Autobahnabschnitte, wo man also was jetzt, ja oder nein? Ich kann es auch noch begründen. Also nein, ja, nein, ja. Okay, haben wir. Noch eine letzte Frage. Wir hatten jetzt zwar nur noch, aber jetzt kurz. Wasserstoff oder E-Auto, was würden Sie eher produzieren? Wasserstoff. Wasserstoff? Wasserstoff. Wasserstoff, beide Wasserstoff. Haben wir doch zum Schluss noch eine Gemeinsamkeit gefunden, nämlich das Wasserstoffauto. Aber naja, ich bin ja froh, dass sich die AfD einigen wissenschaftlichen Erkenntnissen da doch nicht verschließen kann. So. Wir sind am Ende mit unserer kurzen, knappen Sendung. Wir haben versucht, so viel wie möglich hier reinzubringen in die Sendung. Wir freuen uns, dass unsere Politiker bei Meeting Point hier zu unserem Talk kommt und natürlich ihre Meinung sagt. In 18 Tagen ist es soweit. Bis dahin haben Sie noch eine ganze Menge zu tun. Da wünschen wir allen Parteien natürlich viel Glück. Und ansonsten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehen wir uns nächste Woche Mittwoch wieder mit dem nächsten Talkgast. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten würden und mit dabei sind. Ich sagte es schon am Anfang, Sie können gerne sich das Ganze nochmal bei YouTube angucken. Vielen Dank und vielen Dank an Ihnen beiden. Danke an Sie, danke an die Zuschauer. Wiedersehen.